Hallo, mein Lieben, da bin ich nochmal mit einer Liebesbotschaft und ich möchte jetzt mal reinschauen, was denn die Liebe für die kommende Woche bereithält. Du kannst natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal, auch unter Freyas Orakel und Wegweiser, kannst du gerne mal schauen. Da habe ich auch ein Wochenorakel rein für dich, ne? Und tu auch tägliche Tagesorakel rein. So, manchmal ist es besser zu gehen als zu bleiben. Das ist hier deine Botschaft für die Liebe. Und mit was hat es auf sich? Ja, also hier soll wieder etwas in das Glück finden, in die Freude finden, ins Licht finden in der kommenden Woche, in der Liebe. Aber du überlegst vielleicht auch, ob du hier eher gehen sollst, ne, als bleiben sollst. Und wir haben hier die 9 der Stäbe. Irgendetwas macht dich hier in der kommenden Woche in der Liebe misstrauisch. Man hält sich hier zurück, man ist misstrauisch, ne? Man weiß vielleicht auch nicht richtig, was man machen soll. Ja, man misstraut der Liebe, ne? Das sehe ich hier. Und es geht hier um einen Herrscher oder darum, dass alles, ne, was hier gerade so im Misstrauen ist, in der kommenden Woche wieder in die Liebe zurückzubringen. Ja, weil hier kommt die Kraft, hier kommt die Stärke, ne? Also du hast hier schon so einen gewissen Einfluss, das Ganze, was hier so ein bisschen in der kommenden Woche außer Rand und Band geraten könnte, in etwas Starkes reinzubringen, huch, und auch hier etwas umzusetzen. Ja, also du bist hier der Mensch, der das Ganze umsetzen kann. Dann haben wir noch hier eine Kommunikation. Oder vielleicht auch sich einen Rat holen in der kommenden Woche. Ne, vielleicht kommt es auch, ist es auch Zeit, jetzt hier nochmal Gespräche miteinander in der Liebe zu führen, um hier etwas zu verändern. So, was zeigt sich noch in der Liebe die kommende Woche? Moment, die Karte ist abgestürzt. Ja, hier kommt eine Verwandlung. Ne? Der Storch ist auch schon eine Verwandlung. Und hier deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. So, mein Lieben, ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz wundervolle Woche. Ciao.